Diese fünf Game of Thrones Stars machen am meisten Kohle. Vor 10 Jahren startet die erste Staffel des Fantasy-Epos und löst in kürzester Zeit einen weltweiten Hype aus. 8 Staffeln später haben sich viele der zuvor noch unbekannten Darsteller in echte Hollywood-Größen verwandelt. Der Serienerfolg kurbelt aber nicht nur ihre Karrieren ordentlich an, sondern spült auch eine Menge Geld in die Kassen. So einige Stars werden allerdings auch abseits der Kamera noch zu Millionären. Diese Game of Thrones Darsteller sind die Top-Verdiener. Platz 5: Emilia Clarke. Als Mutter der Drachen verdient die 34-Jährige mehrere 100.000 € pro Folge. Außerdem folgen unter anderem Rollenangebote in Terminator Genesis und Star Wars. Auch einige Werbedeals mit zum Beispiel Dior oder Dolce & Gabbana spülen ordentlich Geld in die Kasse. Abseits des Rampenlichts baut Emilia sich ein zweites Standbein als Unternehmerin auf. Ihre Firmen Scenic Root und Magical Thinking Pictures sollen ihr angeblich Millionen einbringen. Insgesamt beläuft sich ihr Vermögen daher offenbar auf umgerechnet etwa 11 Millionen Euro. Platz 4: Jason Momoa. Reich wird der bis dahin eher unbekannte Darsteller durch seine Rolle als Khal Drogo erstmal nicht. Er hat nach den Game of Thrones Dreharbeiten sogar hohe Schulden. Seither könnte es karrieretechnisch allerdings kaum besser laufen. Vor allem als Aquaman sahen Jason 2018 ordentlich ab. Inzwischen ist von Schulden keine Spur mehr. Stattdessen soll der 41-Jährige jetzt satte 11,7 Millionen Euro auf dem Konto haben. Platz 3: Peter Dinklage. Peter ist schon vor seinem Mega-Erfolg als Tyrion Lannister kein Unbekannter in der Filmbranche. Spätestens aber seit Game of Thrones ist der 51-Jährige aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. Aber nicht nur Auftritte in Avengers Infinity War oder X-Men Zukunft ist Vergangenheit machen ihn millionenschwer. Auch seine eigene Produktionsfirma trägt zu seinem 12,5 Millionen Euro Vermögen bei. Platz 2: Nikolai Coster-Waldau. Auch der 50-Jährige macht sich schon lange vor Game of Thrones als Schauspieler einen Namen. Sowohl in Hollywood als auch in seiner Heimat Dänemark. Durch seine Darstellung des Jaime Lannister wird er aber wohl so gefragt wie nie zuvor. Aber auch Nikolai steht nicht nur vor der Kamera. Er versucht sich auch als Drehbuchautor und gründet 2019 seine eigene Produktionsfirma. Dadurch kann das Multitalent inzwischen sage und schreibe 13,3 Millionen Euro sein eigen nennen. Platz 1: Sean Bean. Der Ranking-Sieger dürfte die meisten Fans wohl kaum überraschen. Zwar überlebt Seans Game of Thrones-Figur Ned Stark nicht einmal die erste Staffel, der Brite ergattert in dem Fantasy-Hit aber bei weitem nicht seine erste große Rolle. Er steht schon für Der Herr der Ringe, James Bond und Troja vor der Kamera. Außerdem ist er als Produzent an einigen Filmprojekten beteiligt. Kein Wunder also, dass er seine Game of Thrones-Kollegen mit einem Bankkonto von etwa 22,5 Millionen Euro weit hinter sich lässt.